dass die Stuttgarter Kickers in Haching 0:0 gespielt haben und so geblieben ist. Christian Benbenek, Sie können als erster aufschlagen, wie das so gute Sitte und Übung ist bei solchen Spielen als Gasttrainer. Ja, Sie fragten mich ja gerade schon, wo ich mich von dem Schock schon erholt habe. Und ging eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Natürlich, wenn du so lange führst und die Nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen ist und du denkst dann in der 94. noch im Ausgleich, ist das natürlich bitter. Gleichzeitig muss man auch das ganze Spiel sehen. Wir haben irgendwann keine Striche mehr gemacht für die Ecken gegen uns. Ich glaube, es war ein Kollege von Ihnen, sagte 20, gefühlt waren es 40. 42. 17. 17. 17. Sie waren ja selber beim Spiel, weil Sie haben es ja gesehen, das war ja durch eine ganze Flut. Ich denke, man kann nicht sagen, dass eine der beiden Mannschaften weniger fürs Spiel gemacht hat. Sicher hat mehr Ballbesitz für Erfurt, die Brücke ohne Ende, aber gleichzeitig den Aufwand, den wir betrieben haben, um das zu verteidigen. Die Art und Weise, wie wir das verteidigt haben, war großartig. Mit Ballbesitz. Oder in Ballbesitz haben wir einfach zu wenig draus gemacht, wir müssen bessere Konter spielen, wir müssen auch erste Halbzeit und schon früher vom Druck befreien, auf eigenen Ballbesitz gehen. Da haben wir nicht gut gemacht, aber was die Mannschaft kämpferisch geleistet, auch schon seit Wochen leistet, ist ganz hervorragend. Ich denke, in der Konstellation, wie es jetzt ist, auch mit dem Erfurter 3-2 im Roten gegen Chemnitz, war klar, das wird eine brutal schwere Aufgabe hier. Und wenn wir vorher dann sagten, du fährst mal hin und holst mit der Mannschaft einen Punkt in Erfurt, dann haben wir gesagt, okay, den nehmen wir mit, der ist wichtig für uns. Und unterm Strich, denke ich, geht das Ding so auch in Ordnung. Und ich denke, jeder aus seiner Sicht von der Art, wie Erfurt gedrückt hat, kann die Erfurter mit Sicherheit sagen, Mensch, das war aber, das wäre unverdient gewesen, wenn Babelsberg hier gewonnen hätte. Vielleicht wäre es ein bisschen glücklich gewesen, das ist klar, wegen der ganzen Ecken, aber man muss es auch erstmal verteidigen. Man muss damit offensiv und defensiv halt eben gut sein. Wir waren es halt heute ohne Ball besonders. Von daher abgehakt und das nächste Spiel ist in Burghausen, wenn wir unsere Auswärtswoche vor uns. Von daher bleibt nicht viel Zeit zum Durchpusten, sondern abhaken und neue Konzentration auf das Spiel in Burghausen. Dankeschön. Danke, dass ihr drei Auswärtsspiele in Folge ist nicht einfach, aber zwei schon recht passabel absolviert. Ja, Andreas Schwarz, wir haben viel gesehen und doch nicht alles. Wir rätseln schon, wir hören 17, 20 oder 40 Ecken und manche Leute rätseln draußen, wer hat überhaupt den viel umjubelten, fast wie einen Sieg gefeierten Ausgleich geschossen. Es gibt Varianten unterschiedlicher Art, Möckel, Punic. Am Ende hat sich, glaube ich, einiges auf Möckel festgefahren, aber so richtig sicher ist man nicht, wissen Sie es. Ja. Also erstmal möchte ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, dass sie das, was auch jetzt gegen Chemnitz war, den Abstiegskampf angenommen hat und bis zur letzten Sekunde gefightet hat und doch noch das Spiel zumindest in einen Punkt hier gelassen hat, was auch hochverdient war, denke ich, wenn man über 90 Minuten das Spiel sieht. Babelsberg war, wie ich vorher gesagt habe, die erwartet harte Nuss. Ich habe sie in Unterhaching gesehen, wo sie sehr kompakt und defensiv gestanden sind, haben dann ein Glückstor gemacht durch nach der Ecke, die dann abgewehrt worden ist, und Reichel, oder Eiche heißt er, glaube ich, hat den Kopf rein, und haben das dann auch dann geschickt verteidigt. Und sie haben jetzt die letzten drei Spiele vor uns jeweils ohne Gegentreffer überstanden, deswegen habe ich auch gesagt, es wird schwer. Und natürlich das Tor, das für Babelsberg fiel, ist natürlich für eine Mannschaft, die so kontrolliert, diszipliniert und auch hellwach in der Defensive steht, läuft das in den Karten und hat in die Karten gespielt. Und dadurch war es für uns natürlich immer schwerer. Aber dass die Mannschaft dann alles versucht hat, wir auch von außen alles versucht haben, mit den offensiven Einwechslungen, dann noch Kopilas als großen Mann vorne reingestellt, um dann nochmal Druck zu erzeugen, haben wir das Glück auch ein bisschen erzwungen zum Schluss. Was mir nicht so gut gefallen hat, war heute teilweise das Passspiel, viele kleine Fehler, dadurch haben wir den Gegner eingeladen, auch schon in den hinteren Reihen ein bisschen... haben wir nicht sauber ausgespielt und dadurch haben wir den Gegner auch ein bisschen stark gemacht, oder stärker als er dann auch war, weil es war schlampig teilweise und auch viel zu hektisch. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall verbessern, aber letztendlich, wie gesagt, ist das, was jetzt zählt,
Punkte zu sammeln. Haben wir es auch gegen Babelsberg gemacht. Und jetzt geht es in Darmstadt weiter. Dankeschön. Ja, danke für Sie, Herr. Wir haben es auch gemacht. Ah ja, um die Frage nochmal zu beantworten. Also für mich, jetzt in der Kabine ist rausgekommen, Möckler bist du. Gerade im 5-Meter-Raum habe ich gestanden. Ja, dann Ihre Fragen bitte. Welche Überraschung. Alle sind zufrieden. Dann kann ich noch ergänzen, dass Rot-Weiß Erfurt Gott sei Dank die rote Laterne hat abgeben können. Mit diesem Erfolg an Borussia Dortmund, wenn auch nur aufgrund des Torverhältnisses. Zwei Fragen habe ich noch. Um nicht in die Tiefe zu gehen, hat nur Luis Kupilas aufgenommen worden. Das wäre nun auch eine ganz schwierige Situation für ihn gewesen, da so spät reinzukommen. Gestern Abend sozusagen verpflichtet. Wie fühlt er sich im Team? Welchen Eindruck haben Sie? Marco Kupilas ist ein Profi, der weiß schon, wie man sich schnell anpassen kann. Die Mannschaft hat ihn gut aufgenommen und er hat auch heute seinen Teil für uns beitragen können, um dann nochmal Unruhe reinzukriegen und den Ausgleich zu erzielen. Danke. Und eine Frage weniger zum Spiel von meiner Seite aus, nur weil ich mich irgendwie in einer stillen Sekunde damit beschäftigt hatte, auch mit Ihrer Ersatzbank. Julian Prochnow sitzt da und er ist in Berlin geboren, wenn ich das richtig habe. Jürgen Prochnow, der Mann aus dem Boot, ist auch in Berlin geboren. Gibt es da irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen? Ist das der Großvater oder so? Nein, ist nicht der Fall. Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute gegen Burghausen beim dritten Auswärtsritt. Und wir haben ein richtiges Abstiegsduell in Darmstadt am Löllenfalltor am kommenden Sonntag. Das bedeutet für die regionale Presse, dass wir uns nicht wie bis Donnerstag, sondern am Freitag um 12.30 Uhr hier sehen, in der Hoffnung, dass wir dann in ein erfolgreiches Wochenende starten. Vielen Dank fürs Kommen. Danke.